Papa, die liegen im Bett. Mama und Papa, die liegen im Bett. Mama wacht auf, sagt, sei doch so nett. Mama wacht auf, sagt, sei doch so nett. Und tun doch mal. Und tun doch mal. Und tun doch mal. Und tun doch mal. Mit mir. Mit mir. Mit mir. Mit mir. Ist gut für dich. Ist gut für dich. Und gut für mich. Und gut für dich. Hm, gut. Hm, gut. Und morgens an, wenn die Sonne aufgeht. Und morgens an, wenn die Sonne aufgeht. Lass uns turnen, Schatz, bis sie untergeht. Lass uns turnen, Schatz, bis sie untergeht. Oh, Minister Lorenzan! Los, abbrechen! Was soll das denn, bitteschön? Dieses sinnlose Gefimmel in Ihrer Hose da. Ja, Sie meine ich. Sie denken wohl, Sie könnten die anderen Leute mit Ihren anmaßenden Klingeltönen einfach so belästigen, oder was? Tun Sie lieber mal was Vernünftiges. Spielen Sie mit Ihrem Schäferhund. Bauen Sie eine schöne Autobahn. Oder marschieren Sie irgendwo ein. In die Kneipe, in die Oper. Oder ein Puff. So, und jetzt an alle. Handys aus! Und wehe, ich höre noch ein einziges Bimmeln, dann wird zurückgebimmelt, wie niemals zuvor jemals in einem deutschen Lichtspielhaus gebimmelt wurde. Entschuldigung. Viel Spaß beim Film. Arschlöcher. Wer? This is your final warning. Wer zum Teufel, Mann? Wer ist dieses miese Kommischwein, dieser Hobby-Arschficker, der gerade sein Todesurteil unterschrieben hat? Keiner, was? Ist wohl der verfickte Weihnachtsmann gewesen. Ist ja wunderbar. Ich werde euch schinden, bis ihr am Verrecken seid. Ich schind euch, bis euch Butter mich aus dem Arschloch läuft. Waren Sie das, ihr räudiger kleiner Ficker? Hä? Ja, Sie meine ich. Na, das ist ja toll. Wen haben wir denn hier, einen verkannten Komiker? Private Joker. Sie denken wohl, Sie könnten die anderen Leute mit Ihren anmaßenden Klingeltönen einfach so belästigen, oder was? Ihr Arsch kommt auf meine Liste. Sie werde ich mir merken. Tun Sie lieber mal was Vernünftiges. Spielen Sie mit Ihrem Schäferhund. Jetzt lassen Sie besser Ihre Faxen, sonst reiß ich Ihnen den Kopf ab und scheiß Ihnen in den Hals! Arschlöcher. Wollten Sie mich gerade ein Arschloch nennen? Ja. Sie sind so hässlich, Sie könnten glatt ein modernes Kunstwerk sein. Bleib da, sonst fang ich an zu husten. Ich drück Ihnen die Augen nach und fick Ihnen durch die Löcher in den Schädel. Na, hör mal auf mit der doppelsinnigen Quatschelei. Bis zu diesem Tag seid ihr Dreck. Seid ihr die niedrigste Lebensform auf Erden. Seid ihr noch nicht mal annähernd sowas wie Menschen. Seid ihr nichts anderes als ein unorganisierter Haufen von amphibischer Urscheiße. Nun könnte ich Sie duzen, aber ich sage weiterhin Sie zu Ihnen. Die Umgangsformen müssen bleiben. Ich sage Sie, Arsch. Hier wird nicht gelacht, hier wird nicht geheult. Garantiert, das prügel ich euch in die Köpfe rein. Jetzt ist er vielleicht sauer. Jetzt lassen Sie besser Ihre Faxen, sonst reiß ich Ihnen den Kopf ab und scheiß Ihnen in den Hals. Du siehst gut aus, heute schon gekotzt. So, und jetzt an alle, halt dich aus! Und wehe, ich höre noch ein einziges Bimmeln. Dann wird zurückgebimmelt, wie niemals zuvor jemand in einem deutschen Lichtspielhaus gebimmelt wurde. Arschlöcher.